Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Motor-Mittwoch. Jawohl, wir sind unterwegs mit unserem Porsche Speedo und legen gleich mal los. Ja, da ist er. Ich hab mich echt... Das war eine schwierige Entscheidung. Entweder den P1 oder Spider, beide geile Autos. Aber wir kaufen das, was wir gut kennen. Wir haben die meisten, ich habe nachgeguckt, das meiste, was ich habe, ist Porsche. Deswegen, wir bleiben, auch wenn das ein Allrad Porsche ist und der sehr schwammig auf dem Heck ist. Ja, schwammig ist das falsche Wort. Fluffig. Er ist fluffig auf dem Heck. Man sollte sich vielleicht konzentrieren. Fluffig auf dem Heck ist er. Das muss ich wirklich sagen. Aber er hängt gut am Gas. Irgendwie. Habt ihr Ton? Wie habe ich keinen Ton? Muss ich machen? Mein Mikrofon. Ah, okay. Ja, man müsste vielleicht auch die Kopfhörer laut machen und nicht auf leise stellen. Naja, egal. Ich bin gewundert eben gerade. So weiß es jetzt auf einmal. Ich bin schon dran gekommen. Egal, so. Woohoo. Schön, dass wir rumgedriftet. Sehr gut für die Reifen natürlich. So, jetzt machen wir es mal richtig. Machen wir mal ernst hier. Guten Tag. So bilden du mich einfach an, beschuldigen dich. Das ist nicht sehr freundlich, du. Bevor du mich bummst, kannst du mir mal einen Blumenstrauß geben. Affe. So. Und nicht erwischt, hä? Geil. Sich ein bisschen zu viel feuert. Dafür, dass man scheiße fährt. Also ich fahre mir wirklich scheiße gerade zusammen, das merke ich selber. Weil ich auch einfach noch nicht den Pilot drin habe von dem Auto. Ihr seht, es ist auch gerade neu. Ich habe das noch nicht gefahren, Stufe 4. Das schaffst du im Training nur. Also. Raum. Sehr gut. Ich befürchte, dass wir die Reifen nicht wechseln können. Also sprich, wir können nicht schöne Reifen draufjagen. Weil die sind gelockt auf Sportreifen. Schon. Also was ich wirklich sagen muss,
er hängt echt gut am Gas, aber die Kurve ist schwierig. Wenn zu viel Gas gibt, aus der Kurve raus, merkt doch, geht er gleich mit dem Arsch weg. So, nicht bremsen, was machst du denn? Warum bremst der denn? Ah. Was war das denn? Achso, weil er dem nicht auf... er wollte dem nicht drauf fahren. Ja, okay. Ich setze mich halt nicht hinter dich. Ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Aber abbringen musst du mich deswegen auch nicht. Sehr unfreundliches Pack. Entschuldigung. Hallo. Stell erstmal seine... Ja genau. Der stellt seine Karre quer und ich bin dran schuld oder was? Kannst mich vom Arsch lecken. Ja, also der Karre nicht quer gestellt, war trotzdem schlimmer. Und da auch schon wieder. Was Ferrari ist das? Jetzt sehe ich es. Ist der Ferrari. Wir fahren uns heute wieder, also ich fahre mir heute wieder Scheiße zusammen. Ist okay, ich hab's verstanden, weil wir uns nicht konzentrieren. Das ist die Aufwärmrunde, ich will gleich nochmal Multiplayer fahren. Mann. Glück mache ich das. Dann fahren wir das nicht im Multiplayer zusammen. Da gibt es nämlich kein Replay mehr. Gibt's das nicht? Ist das gefahren, was gefahren wird? So, jetzt aber mal richtig fahren, komm. Einfach die Eigenschaften vom Auto ausnutzen, ne? Dass es so schön fluffig ist. Dass du schön anstellen kannst und dann schön um die Kurve driften. Ich würde aber gerne noch auf den dritten kommen. Das ist ganz schön. Ist nicht so schön von mir. So, jetzt aber, komm. Jetzt gibt man den. Letzte Runde. Yep. Da haben wir den. Ach, Mann. Vergiss immer zu schalten. Vom dritten in den zweiten ist einfach viel zu kurz. Hey. Hab ich mir schon mal gesagt. Oh. Einmal verrissen, ne? Einmal verrissen ist vorbei. Das war auf dem Curve gebremst, das ist nicht gut, das ist nicht clever. Ja, gut jetzt. Wir fahren einfach nun vorbei. Danke, tschüss. Komm. Überlegen, was ich zuerst kaufe. Ich mir einen Spoiler kaufe, damit ich ein bisschen mehr Grip auf die Hände. Obwohl, Grip haben wir ja eigentlich. Ne? Es liegt nicht am Grip, dass wir mit dem Heck rumwackeln. Und die Kurve kommen wir auch. Also, Reifen können wir nicht kaufen, denke ich mal. Bremsen vielleicht. Ein bisschen besser zu stehen kommen. Mal gucken. Mal gucken, was die Bremsen sagen.
Kommen wir auf den zweiten? Ich würde ihn noch. Ich glaube nicht, oder? Ich befürchte, es wird nicht mehr gehen. Schon. Nee. Den krieg ich mal nicht mehr vom Ziel. Hätte man ein bisschen besser geschaltet und Co. Hätte man gekriegt, aber wie gesagt, ich vergesse immer wieder ordentlich zu schalten. Nächste Runde wären sie beide unter gewesen. Egal. Das ist nicht so schlimm. Immerhin. Dritter. Gute Arbeit da draußen. Die 2 Minuten 25 habe ich trotzdem bekommen. Das ist ja frech. Wo ich das zurückgespult habe. Dann hätte ich es auch nicht zurückspulen brauchen. Dann hätte ich noch weiter rammen können. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der letzten Runde wieder. Das war ein schönes Auto. Und mal gucken, wie das Auto bis dahin dann aussieht und wie es sich fahren lässt. Dann bis jetzt gleich, wie auch immer. Hallo, und da sind wir auch schon wieder. Unser Autochen hat sich... Das ist nicht unser Auto. Interessant. Hat sich ein bisschen verändert, aber nur optisch. Innerlich gar nicht. Nur ein bisschen. So, wollen wir loslegen hier. Also ich muss sagen, das Auto ist schon nicht schlecht. Aber hat auch viele Mankos. Die nicht so geil sind. Also ist auf jeden Fall kein Anfängerauto. Auf gar keinen Fall. Auch mit weichen Reifen, die wir jetzt gerade drauf haben, rutscht dann mit dem Arsch weg wie sonst was. Ich habe es mal mit den normalen, also mittleren, versucht, aber da war meine Zeit sowas von für den Poppes. Da habe ich mir gedacht, nee, machen wir mal nicht. Mit den weichen Reifen geht es schon ein bisschen besser. Ja, das ist schon ein bisschen schneller, der Gute. Das halten wir dahinter. Aber was ich sagen muss, das Auto fährt sich echt gut. Ja, die Laufzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Nehme ich in Kauf. Lenken lässt sich gut, nur gesagt. Rechtzeitig bremsen und nicht zu früh ins Gas gehen. Sonst kommt der Arsch ungewollt oft schneller rum, als man denkt. Aber sonst hängt gut am Gas. Wie gesagt, Bremse ist auch okay. Nicht die beste. Reifen kann man... Oh, Entschuldigung. Reifen kann man wechseln. Wie gesagt, ich dachte erst, das geht nicht, aber... Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 1,5 Sekunden. Lass mal halt vor. So. Oh, mal von außen zeigen. Das gute Stück. Alter, komm rum. Außen ist nochmal ganz anders. Das ist echt wild.
Gleich haben wir dann. Gleich muss er bremsen. Affe. Ja, okay, ich hab's auch ganz schön geschnitten. Ja. Aber das ist mein Hauptrivale. Er ist auf Platz 1 und auf Platz 2. Eieieiei. Was war das jetzt? Ich hab das gehört. Wie es rumbelt. Komm, bitte keine Zeit. Ciao, ganz schön. Nein, das war die falsche Taste, die mach ich drin. Einfach nur damit ihr es mal seht. So ist das Auto. Jo, ja. Ist okay. Wir gehen wieder nach innen. Man kann schön, wenn man gesagt das raus hat, mit dem, dass der Arsch kommt, auch Kurven ein bisschen inner nehmen. Ne? Ein bisschen mit Attraktion spielt, sozusagen. Ich habe auch schon ein, zwei coole Stunts hingelegt, wo ich dann dadurch, dass der mit dem Arsch weggegangen ist, zwischen zwei durchkunde und zwei Plätze gut machen konnte oder so. Das funktioniert natürlich auch, aber es muss halt schon Glück sein oder extrem viel Glück sein. Bei mir war es Glück. Nicht Glück. Nur Glück. Alter. Was halt geil ist, dass er so schnell kommt, ne? Finde ich geil. Er hat eine bessere Beschleunigung und ein bisschen Höchstgeschwindigkeit. Ich zieh halt rüber, genau. Aber wir kommen halt schneller aus der Kurve wieder raus. Das ist halt das Geile bei der Karre. Der Der P1 McLaren ist es. Danke. McLaren P1, der ist halt auf der Geraden, geht er ab wie Schwitzkatze. Also, dann kriegst du kaum noch einen geholt. Wieder einmal habe ich dich am Gas hängt, aber aus den Kurven kommt er schlicht raus. Ist er hier schnell wieder aus der Kurve raus. Wie ihr seht. Und sobald er ein bisschen Tempo aufgebaut hat, ist er weg. Und dann zieht er davon. Natürlich schaffe ich das. Was schaffe ich nicht? Ich frage, was ich schaffen soll. Und wenn es Ziel kommt, das schaffe ich. Wenn erst ins Ziel kommen, das wird schon ein bisschen schwieriger. So, innen vorbeiziehen und gut ist. Lass noch Platz, guck. Bin ich so ein Arsch? Lass noch ruhig Platz. Aber jetzt müssen wir halt wirklich Gas geben, weil sonst ist er gleich wieder am Arsch dran. Fuck, die vergesse ich immer, die scheiß Kurve hier. Zeit rausfahren.
können wir schaffen. Ich glaube, das schaffen wir auf dem ersten. Sie fragen mich hier. Doch. Ging. Ha, Schwein gehabt. Das war eine gute Leistung. Das freut mich. Eine Strafe habe ich bekommen. Ah, fuck, hat trotzdem nicht gereicht. Mofinka hat trotzdem noch einen ersten gemacht. Egal. Also, wie gesagt, das Auto ist okay. Kann man fahren. Nur als Anfänger ist nicht unbedingt geeignet. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunnar. Bye, bye.